Herzlich willkommen auf dem Kanal Beekeeper Don Victor. Ich wollte euch Video zeigen. Es geht um diese Beute, dieses Bienenvolk, das jetzt überwintert hat. Hat sich gut entwickelt, ist noch stark, hat noch genug Futterreserve, aber letztes habe ich ihnen Futterteig draufgestellt. Heute habe ich frisches Süßwasser dazugestellt. Um was geht es bei diesem Video? Es geht um die Ausrichtung der Bienenrämchen. Diese Beute hat bei mir auf dem Anhänger gestanden, wo ich auf Wanderschaft war. Und zwar habe ich mir das so eingestellt, dass ich praktisch die Bienen von hinten bearbeite. Das Flugloch ist in diese Richtung. Und ich hole immer von hinten ein Rämchen raus und dann werden die anderen neuen durchgeschaut. Zweites Rämchen ist bei mir wie immer deutsch normal. Drohnenrämchen, wie hier bezeichnet ist, der Drohnenwabe, die tue ich dann rausschneiden und schaue mir dann alles durch und dann wird wieder zurück alles gestellt. Ich finde das sehr praktisch, gut für meinen Rücken und die Stärke des Volkes und auch auf den anderen, wie auch hier ihr sehen werdet. Ne? Das sind auch Böden und Beuten von Anhängern. Haben sich auch relativ gut entwickelt und es ist, wie gesagt, sehr bequem für den Rücken auf Warmbau. 10 deutsch normal auf 1,5 großes Rämchen. Das war's, was ich euch zeigen wollte. Ja, übrigens noch hier eine Zarge, die ich vor Jahren gebaut habe. Das ist auch Seitenteile von einem Kleiderschrank gewesen. Ein paar Schrauben mehr, aber nach 3-4 Jahren der Benutzung ist das noch tipptopp. Tschüss!